Wir müssen auch die Kunst und auch die Wissenschaft erlauben, auch zu provozieren, Dinge, Debatten herauszuprovozieren. Wir müssen auch der Kunst erlauben, letztendlich Wege aufzuzeigen, die wir noch nicht gekannt haben. Wir müssen Neues in die Welt setzen, obwohl man nicht mehr alles neu machen kann, weil alles schon gemacht worden ist. Das sagen wir dann auch immer natürlich noch dazu. Aber wir müssen neue Methoden finden und wir müssen Haltungsweisen und wir müssen Perspektiven finden.